Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark mit unserem Johnny. Hier steht er in voller Pracht mit seiner Fackel in der Hand. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen was gezimmert in der Aufnahmepause. War eine ganz schöne Fuddelei, muss ich echt sagen. Da oben dieses Eckchen gefällt mir auch nicht. Da müssen wir auch noch so ein paar Dinger bis runtersetzen. Nichtsdestotrotz, wir schaffen es jetzt tatsächlich mit unserem Boot hier anzulegen und dann hier hochzulaufen. Saugut. War wirklich eine Fuddelei. Also ich habe jetzt hier eine ganze Weile rumprobiert, bis ich es dann gehabt habe, bis es dann gepasst hat. Aber nichtsdestotrotz, man steigt ja dann auch im Level. Wir sind mittlerweile Level 21. Eine schöne Geschichte. Und wir können jetzt in Level 21 auch Schmelze bauen und den ganzen Spaß. Also kommt es genau richtig. Was bedeutet, wir können uns jetzt hier oben schön niederlassen. Und hier haben wir das auch so ein bisschen, wie ich das gewollt habe. Ne? Hier haben wir dann so einen kleinen Bereich, wo wir dann hochgehen. Dann können wir hier oben schön was hinbauen. Und hier unten, ja, haben wir dann auch noch einen Bereich. Können wir vielleicht einen geilen Garten oder sowas hinzimmern. Also das gefällt mir. Und wir könnten uns noch nach oben ausweiten. Wenn es denn einen Aufzug gibt, ich bin noch nicht schlau draus geworden, ob es denn einen Aufzug gibt. Ich guck mal auf Holzaufstieg, auf Aberration erlernbar. Okay, Aberration spielen wir nicht. Naja, vielleicht später. Also es könnte schon durchaus sein, der eine oder andere von euch wird es wissen, ob es hier einen Aufzug gibt. Dann könnten wir das natürlich hier noch entsprechend erweitern oder wir gucken, dass wir irgendwie hier hochkommen. Dann auch uns so eine Rampe hochbauen, ne? So schräg hoch. Also wir haben Platz. Das ist mal die Hauptsache, wir haben Platz und mir gefällt es hier. Hier ist es echt schön, hier ist es ruhig. Und hier können wir uns da echt niederlassen und können in aller Ruhe bauen. So, das war ja mein Hauptziel, dass man nicht ständig stirbt, wenn man farmen geht und. Das hat mich so ein bisschen genervt da in dem alten Biom. Deswegen würde ich sagen, wir lassen uns hier nieder. Hier können wir dann natürlich auch noch die Unterwasserwelt entdecken. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber dich, mein Freund, nehmen wir jetzt erstmal mit. Komm mal mit hoch. Komm mal mit. Zack. Kommst du hier so rum? Ja, bist ein Feiner. Komm mal her. Komm mal her. Papa hier hoch. Naja, es fängt schon an, ne? Es fängt schon an. Komm mal hierher. Ich glaube, ich muss dich erstmal wieder einstellen, dass du Folgeabstand niedrigste. So. Dann klebst du mir nämlich am Hintern, ne? So wie ich das haben will. Genau. Dann kommst du nämlich auch mit hier hoch. So. Willkommen in der neuen Heimat. Was sagst du? Nix. Ja, freust dich, ne? Ist schön hier, ne? Würde ich auch sagen, ist schön hier. So, okay Leute, dann würde ich sagen, wir bauen hier in der heutigen Folge mal so ein bisschen an der Base rum. Die Fackel könnten wir jetzt eigentlich ausmachen, das ist wieder hell genug. Ich habe sie nur mal angemacht. Kann ich denn den Stein hier nicht aufheben? Ach jetzt, alles klar. Wie wollen wir, ich würde gerne hier oben bauen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde jetzt gerne hier, passt mal auf, ich muss mal gleich, ich habe noch ein bisschen Material rangefarmt. Wir bauen jetzt erstmal Stroh, ist klar. Bau hier mal 6 Stück, bitte. So, dass wir gleich einen Aufgang nach oben haben, dann würde ich oben uns mal hinsetzen. Die ganze Werkstatt, die hätte ich gerne oben. So, dass wir später dann unsere Dinos hier unten hinstellen können. So, pass mal auf, ich fange mal hier an. Zack. Dann kann man ja hier hoch. Und wenn wir dann hier oben eine Rampe hinstellen könnten, das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich nice. Passt mal auf. Die 6 haben wir hier, ne? So. Ist das jetzt hier auch... So, wenn ich jetzt hier so gerade hochgehe... Ich will es nur mal probieren. Wir können ja alles wieder wegbauen. Aha, das wird nicht so ganz hinhauen, wie ich mir das vorstelle. Moment. Aufheben. Ist halt ein bisschen Bauerei, macht aber tierisch Spaß, muss ich feststellen. Zack. Ja. Genau so wollte ich es haben. Genau so wollte ich es haben, Dilfo, ne? So wollten wir das haben, du und ich und wir zwei. So, und wenn wir hier jetzt nämlich die Geschichte so bebauen... Ja, genau. Perfekto. Dann habe ich nachgelesen. Es gibt ja eine, die sogenannte Dododex-App, ne? Also wo man sieht, welches Tier was braucht, welches Tier man
ja, wie zähmt, wie die Zähmdauer ist und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, ist die Tatsache, welches Tier, ja, welche Funktion eigentlich hat. Beziehungsweise, ich habe jetzt schon rausgefunden, dass diese Moshops-Viecher, die wir da ja schon gesehen haben in einer der alten Folgen, dass die so zum Farmen von Pflanzen und sowas gut sind. Also die könnten wir theoretisch, wenn wir uns so einen zähmen, könnten wir uns den hier hinstellen und der wird uns hier einfach mal das ganze Gemüse hier wegholen. Also das ist dann schon mal eine Sache. So einen hätte ich gern und ich habe auch gesehen, dass die immer was Unterschiedliches zum Zähmen brauchen. Also der eine hatte ja gebraucht hier Honig einer großen Biene, ne? Und beim anderen kann es dann zum Beispiel sein, dass er ganz normal einfach nur Beeren braucht, um gezähmt zu werden. Also das ist dann mal schon das Ziel, was ich mir hier hinstellen möchte. So, momentan müssen wir es noch per Hand machen. Aber es bringt ja auch was. Wir haben jetzt dementsprechend... Kriege ich das nicht weg hier? Mach das mal weg. Steigen wir schon wieder im Level. So. Wir haben auf Ausdauer 140. Resistenz ist vielleicht nicht schlecht. Handwerkliches Geschick. Ja, gehen wir mal da drauf. So. Okay. Das heißt, wir haben hier schon mal unseren Aufgang. Da würde ich jetzt gerne... Naja, wir müssen hier halt ein bisschen sauber machen. Das hilft nichts. Dass wir hier mal was sehen. Müssen wir momentan noch per Hand machen. So. Na gut, das geht hier nicht. Ja, da bräuchten wir halt wirklich diesen Dino, der uns dann hier den Kram wegholt. Aber ich möchte jetzt hier erstmal im Großen und Ganzen die Sachen hinstellen, die wir brauchen. So, passt auf. Wir bauen hier. Bauen mal ein bisschen was. Weil hier vorne lasse ich natürlich frei zum Laufen. Dann können wir hier vielleicht mal. Zack, und noch ein bisschen Stroh rausgeholt. Sehr geil. So, dann machen wir uns das hier natürlich richtig schön. Momentan sieht es noch ein bisschen wüst aus, aber das wird. So. Hier, das baust du mal noch ab. Die Fasern können wir eh gebrauchen. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie das mit dem Teleportieren funktioniert. Ne? Weil wir sind jetzt, wenn ich auf die Karte gucke, ja, könnten wir eigentlich auch mal hier, was ist denn das für ein Breitengrad? 15... Längengrad 51, 52, warte mal, 15, 52, farbliche Markierung, machen wir mal gelb, das nenne ich mal Hauptbase, ja, das war schlecht. Das ist eigentlich gar nicht unsere Hauptbase, aber naja, auf jeden Fall wissen wir dann ungefähr, wo wir sind. Es geht ja in erster Linie nur um die Richtung, wenn wir uns jetzt dann teleportieren. Und das werde ich mal gucken, dass ich das dann mal ausprobiere offscreen. Dass ich da einfach mich mal ein bisschen hin und her teleportiere. Beziehungsweise Johnny. So, jetzt haben wir hier alles schön zu. So wie ich das haben wollte. Das ist ja richtig nice. So, hier packen wir so einen Moshops hin. Der kann dann hier schön aufräumen. Aber wir gucken jetzt mal, kommen wir denn da nicht ran? Nee. Das Teil kann ich nicht abbauen, ne? Wobei mir hier unten jetzt natürlich diese... Ja, so sieht es schon schöner aus. So. Dass das hier auch alles... Also ein bisschen Ästhetik soll ja dabei sein beim Bauen. So, sehr schön. Bauen wir hier noch ein bisschen ab. Die großen Pflanzen wenigstens mal weg sind. Darum geht es mir. So, komm, mach die da weg, Johnny. Ja, genau. Ja, da vielleicht noch weg. Sehr geil. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle.
geht's nicht. Da geht es nicht, schade. Naja, egal. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall hier, da baue ich jetzt uns mal, wo habe ich es denn hier, ein Lagerfeuer hin? Die Rampen können mal wieder in die, dass wir das auf jeden Fall mal haben. So, das kommt jetzt mal provisorisch hier hin. Dann müssen wir uns natürlich ein bisschen Nahrung besorgen, auch klar. Ich habe jetzt hier momentan noch kein Tier gesehen irgendwo. Das wird wahrscheinlich weiter oben der Fall sein. Wobei ich jetzt schon am Überlegen bin, ob wir nicht gleich anfangen sollen, nach oben hin ein bisschen zu bauen noch, ne? Das wäre natürlich auch nice, so dass wir uns hier so eine Rampe nach oben bauen. Passt mal auf, Leute, das will ich jetzt nicht. Momentan haben wir die Zeit. Was brauchen wir denn für die? Er braucht Holz. Okay, Johnny, dann hol mal ein bisschen Holz. Deine Waffe fällt noch auseinander. Ja, danke fürs, danke fürs Erinnern. Das ist ja nett von dir. Können wir halt leider gerade nicht reparieren, ne? Weil fehlt Holz. Naja, komm. So, pass auf. So, aber jetzt sollte es gehen. Jo, hervorragend. So. Und hier. Und hier. Ich meine, hier werden wir dann über kurz oder lang keine Ressourcen mehr bekommen. Ist auch klar, ne? Weil wir halt einfach hier alles abbauen jetzt und auch hier unsere Base. Ich habe das nicht so eingestellt, dass die Ressourcen ziemlich nah an der Base spawnen. Und sonst bringt es ja auch nichts, hier die ganzen Pflanzen wegzumachen und am Ende sitzen wir wieder mittendrin. Das ist auch doof. Deswegen werden wir das erstmal so lassen. Aber die hier müssen mal weg. Pack die mal weg, Johnny. So. Mal hier ein bisschen was sehen. Und was vor allen Dingen auch cool ist, was ich euch noch zeigen wollte, der eine oder andere oder die meisten werden es wissen, ne, ihr spielt ja alle arg. Und zwar sind die Narkosepfeile jetzt freigeschalten. Was bedeutet bei unserem nächsten Trip ins Moorbiom, jetzt habe ich tatsächlich das Wort gesucht, können wir eigentlich schon mal freischalten. Na, warten wir mal noch, gucken, was wir erst brauchen. Aber da haben wir dann auf jeden Fall, können wir da dann die Betäubungspfeile machen und dann können wir uns unser Tierchen zähmen. Da habe ich Bock drauf, das will ich auf jeden Fall zügig tun. So, passt auf, jetzt bauen wir uns hier mal noch fix. Wir werden da ein paar brauchen. Bau doch mal 20. Wir brauchen sie ja eh. So, und zwar würde ich gerne hier anfangen. Wie weit ist denn das so? Zack. Und jetzt schon straight hoch, ne? Was ist das jetzt hier für ein... Heißt das, hier kann es nicht gesetzt werden? Das wäre natürlich richtig kacke. Pass mal auf, ich setze hier mal noch eins drauf. Ne, 5 hätte ich gerne. So, warum geht das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ja, zu schwer beladen. Ja. Snap doch da dran. Ne, hier will ich es doch nicht. Ja, super. Na, Hauptsache mal gebaut, ne? Ob man dann vielleicht brutal überladen ist, das interessiert wieder niemanden. Also gut gemacht, Johnny. Hast du echt gut gemacht. Stimbeere. Ah, da gilt es auch noch rauszufinden, was wir dann hier alles so... Metall, das brauchen wir dann auch. Ja, wir können uns jetzt halt nicht bewegen, ne? Das heißt, wir müssen was rausschmeißen. Ich hätte jetzt aber gern mal gewusst, warum. Ich setze die Rampe mal hier hin. Da, eben ging's. Mach das nochmal. Johnny, da. So, perfekt. Geht aber immer noch nicht. So.
So. Wenn wir das nämlich hier schon mal ausbauen. Pass mal auf, ich setze das jetzt hier, weil wir können es ja eh wieder wegbauen. Kann ich mich immer noch nicht bewegen? Johnny, was ist denn los? Wie viel Gewicht haben wir denn gerade? 152. Eine müsste sie noch loswerden, ne? Setz die mal dahin. So. Die nächste setzen wir hier hin. Ach, erzähl doch nichts von wegen. Oder habe ich mich jetzt hier so festgebaut? Das kann natürlich auch sein. Ah. Aha. So. Jetzt ist halt die Frage, kriegen wir das dann so hier... Warte mal. Oder ist das tatsächlich gespuckt? Doch, das geht. Zack. Und jetzt hätte ich gerne... Was fehlt uns denn jetzt für die Rampen? Stroh fehlt. Ja, komm mal her, das holen wir mal fix. Weil das will ich jetzt sehen, ob das so funktioniert, wie ich das... Weil es kann sein, dass es jetzt natürlich wieder ein ziemliches Gefuddel gibt. Aber dann hätten wir den Weg nach oben schon mal geebnet. So, dann hätten wir nämlich hier unseren geilen Aufgang nach oben. Und das wäre richtig nice, wenn das so hinhauen würde. Zack. Zack. Genau so wollte ich das. So, und das bauen wir jetzt halt am besten bis davor. Die Frage ist bloß, wir müssen dann hier weitermachen, ne, mit, zack, zack, zack und dann da vorne wieder noch eins höher. Dann wieder Rampen. Aber ich glaube, so haut es hin, Leute. Ich glaube, so haut es hin. Dann haben wir einen schönen Weg nach oben. Das wäre halt richtig geil. So, was fehlt uns denn jetzt noch für... Fehlt Holz, okay. Holen wir noch ein bisschen, Johnny? Noch haben wir die Ressourcen da. Das ist vor allen Dingen halt auch wegen den Ressourcen. Ich weiß nicht, inwieweit dann da oben die Ressourcen weiter spawnen. Das wäre halt wichtig zu wissen, sodass wir dann halt auch hier ein Eck haben, wo wir nicht jedes Mal weg müssen, sondern sagen können, okay. So. Zack. Bauma, das müsste jetzt eigentlich... Ja. Und das nächste Level up. Da haben wir jetzt auf Ausdauer. Da sind wir hier. Beweglichkeit, Nahkampfschaden. Sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen... Bisschen machen. So. Und jetzt hier weiter, ne? Genau, dann haben wir so einen schönen Aufgang. Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Geil. So, dann hier die 6 wieder. So. Ja, da müssen wir jetzt halt auch so die bisschen die... So, und lass mal die da vorne noch wegholen, weil die seitlichen brauchen wir ja nicht. Die hier. Ja, geil, Leute. Ja, geil. Zack, und da haben wir dann... Ja, den brauchen wir eigentlich auch nicht hier. Habe ich eigentlich nur hingesetzt, weil wir zu schwer sind. Und dann hätten wir halt hier einen richtig geilen Aufstieg, ne? Bis da oben hin. Das wäre richtig geil. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Hier waren wir. So, dass wir hier mal in einer Linie bleiben erst. Und dann müssten wir theoretisch, warte mal, wie weit ist denn das weg? Das waren immer zwei Rampen, ne? Zack, dann müssten wir hier eigentlich weiter nach oben gehen. Oder? Nee, das ist sogar zu nah. Ach, fuck, jetzt sind die natürlich zusammengebrochen. Das war dumm. Das war dumm.
Aber so, ihr wisst, was ich meine, so will ich mir das hier hinstellen. Und dann können wir hier, haben wir hier einen schönen Weg nach oben und können dann hier oben ebenfalls noch eventuell weiterbauen oder halt eben Ressourcen ranholen. Das ist der Plan. Also das werden wir dann auch noch fertig bauen. Hier gucken wir, dass wir so ein Moschops-Vieh kriegen, dass der uns das hier alles ein bisschen freiräumt. Dass das hier schön aussieht. Weil gerade das stört mich jetzt hier ungemein. Da krieg ich's weg. Bau das doch ab. Johnny, bau's doch ab. Geht es nicht? Kriegen wir das nicht abgebaut? Oh Mann. Dann muss ich es wegholen. Weil das nervt mich. Ja. So, Leute. So. Zack. Sieht es jetzt ordentlich aus? Ja. Jetzt sieht es nach einer Fläche aus. Genau so. Sau gut. Okay. So, dann lasst uns mal reinschauen, was wir denn jetzt alles bauen können. So, wir sind Level 23 mittlerweile. Oh, wir könnten uns jetzt theoretisch schon die Pelzsachen bauen, um ins Schneegebiet zu gehen. Aber da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, ne, würde ich sagen. So, wir bauen uns den Schmelzofen. Benötigt Holz, Stroh und Zündpulver für den Betrieb. Lege unbearbeitete Rohstoffe ins Inventar, um diese zu verfeinern. Dann kriegen wir hier auch Metallaxt und Metallspitzhacke. Wir kriegen eine Werkbank. Sehr geil. Dann würde ich sagen, das schalten wir auf jeden Fall mal frei. Die Werkbank schalten wir mal frei. Das und das schalten wir frei. Dann haben wir hier eine Räucherkammer. Da heben das Zeug besser, ne? Das wird dann, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll. Schwaches Heilmittel. Hm. Raptorsattel. Wir können jetzt auch Raptoren zähmen. Sehr geil. Ein Schrank ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Triceratops-Sattel, okay. Und vielleicht mal noch ein paar ordentliche Kleidung, ein bisschen Kleidung, ne? Das würde ich jetzt auch gerne mal machen. Lederhemd, so. Mehr würde ich jetzt erstmal gar nicht freischalten, den Rest heben wir uns mal auf. Weil ich noch gar nicht so genau weiß, was wir eigentlich brauchen. Wir könnten jetzt eigentlich auch schon mit Holz arbeiten. Fundament aus Holz. Ja, das wird dann halt auch ziemlich... Wobei wir eventuell auch gleich, würde ich sogar fast vorschlagen, gleich direkt mit Stein weitermachen. So, jetzt lasst uns mal schauen, was brauchen wir denn dafür jetzt? Gut, da brauchen wir Holz und Stroh für so einen Schrank. Das holen wir jetzt mal gerade noch fix ran, weil dass wir hier auch mal unser Kram wegpacken können, was wir so nicht brauchen. So, Holz. Und Stroh. So, jetzt geht's langsam ein bisschen vorwärts. Ne? Jetzt habe ich so das Gefühl, man hat den Anfang so ein bisschen überwunden und jetzt geht's so ein bisschen vorwärts. So, können wir das jetzt schon bauen? Jawohl, aber wir bauen den S+, genau. Was brauchen wir denn hierfür? Da brauchen wir Leder. 10. Hier brauchen wir auch Leder und Stein bräuchten wir. Okay. Für die Werkbank brauchen wir den Metallbarren, da gehe ich davon aus, dass wir die hier drin bauen können, ne? So, passt mal auf, dann kaufe ich mal ein bisschen Leder ein. Wir haben 1400. Was brauchen wir denn da jetzt? Wir bräuchten 25. Ja. Ne, pass auf, wir kaufen jetzt. Wo ist sie denn? Da bist du, sag hallo. Zack, und schon wieder drei neue. So, ich würde gerne ein paar Hexagons tauschen. Hier ist alles, was ich habe. Ja, das finde ich gut, das reicht mir auch. 200, wir kaufen mal 300 Leder. Zack, danke dir. Danke, Kumpel. Ja, bitte, Kumpeline. So, pass mal auf. Jetzt bauen wir uns hier hinten. Also die ganze Geschichte ist jetzt erstmal provisorisch, solange wir hier noch... Aber dass ich mal hier die Sachen habe, die wir brauchen, da stellen wir uns hier unseren Schrank mal hin. Zack. Das heißt, hier können wir unsere Sachen lagern, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Das wären unter anderem die Beeren. Weil ich würde gerne ziemlich zügig zurück nochmal ins... was ist das hier? Sand. Benutze, um Lehm herzustellen. Cool. Mit Schwefel vermengen, um konserviertes Salz zu erhalten. Cool.
Ja, ich würde gerne nochmal zurück ins Moorbiom, um da dann halt einfach ein paar Tiere zu zähmen und vielleicht auch sogar ein bisschen Metall gleich ranzuholen. So, wir bauen uns jetzt erstmal hier Rüstung. Einmal Kompletto. Und dann brauchen wir hierfür, brauchen wir noch Stein. Da können wir mal gucken, ob wir irgendwo noch Stein finden. Das ist, glaube ich, hier auch ein bisschen Mangelware. Zumindest auf der Insel, wo wir jetzt gerade sind. Was hängt denn da? Ich sag noch Stein, ist Mangelware. Da hängt einer in der Luft. Auch nicht schlecht. So, Johnny, guck noch mal ein bisschen nach Stein, bevor wir uns jetzt hier ankleiden neu. Ach du. Ich glaube, Stein gibt es aber auch im Wasser. Da lag Stein. Aber das ist ein bisschen schwierig, da den Stein einzusammeln. Ja, noch ein Grund mehr, einfach nach oben zu gehen, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass oben auf jeden Fall Stein ist. Komm mal her, Kumpelinchen. Ich würde gerne nochmal ein Hexagon. Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Hast du Stein? Ja. Alter, guck mal. Stein kostet viel mehr wie Hexagons. Viel mehr wie Leder. Gute Wahl. Danke, Kumpel. Gerne. Gerne, Spätzelein. So, ich würde nämlich jetzt gerne hier noch diesen Schmelzofen gleich bauen. Zack. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, Johnny, pass mal auf, du ziehst dich jetzt mal ordentlich an. Zack, zack, zack und zack. Jawoll, ja. Jetzt siehst du doch mal aus wie ein Mensch. So, das packen wir jetzt mal professorisch hier hin. Zack. Ja, geil. Geil. Und was kann ich hier machen? Metallbarren. Was ist das? Ball aus erstarrtem Gas. Krasser Scheiß. Benzin kann ich hier bauen und Barren aus Altmetall. Ja, cool. Zack, dann können wir das schon mal hier rüberlegen. Das wird wahrscheinlich Holz brauchen, ne? Ja, dann können wir nämlich das Metall, was wir ja im Moorbiom haben, das können wir ja dann mit hier rübernehmen, ne? Aber wir müssen jetzt natürlich noch versuchen, ausprobieren, wie geht die Geschichte mit, pass mal auf, das nämlich, den Mörser, das müssten wir alles mit rüberholen, ne? Eigentlich. Ich lege jetzt den ganzen Kram mal hier rüber. Zack, 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 zack. Die Sachen auch hier rüber, die brauchen wir momentan auch nicht. Was ich jetzt gerne noch bauen würde, wäre einen Bogen. Habe ich die noch nicht freigeschalten? Da fängt es nämlich schon wieder an. Bogen, Bogen, Bogen. Mörser und Stößel brauchen wir jetzt momentan nicht. Da haben wir ja einen. Holzknüppel. Die Bola haben wir. Steinpfeil brauchen wir und den Bogen brauchen wir. So. Und was brauchen wir jetzt, um die Sachen herzustellen? Da brauchen wir Fasern und Holz. Und hier brauchen wir Fasern, Feuerstein und Stroh. Fasern und Holz. Fasern und Holz wird ein bisschen Mangelware sein aktuell, ne? Ja. Komm, lass hier gerade nochmal fix die letzten Bäume holen. Dann haben wir hier auch unsere Geschichte schon freigeräumt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge, switchen wir rüber ins Moorbiom. Ich muss bloß gucken, wie wir es machen, ob ich weil ich muss vorher probieren, wo wir dann eigentlich landen, welche Richtung wir nehmen müssen. Beim Teleportieren. Das werde ich vorher gleich im Offscreen ausprobieren, dass wir da nicht ewig 3 Tage einfach nur hin und her switchen müssen. So, pass mal auf. Den Bogen könnten wir doch jetzt bauen, ne? Eins. Da bauen wir gleich mal 2 Stück. Und den Kram können wir dann tatsächlich drüben im Moorgebiet bauen. Und wir müssen natürlich beim Teleportieren auch immer gucken, dass wir irgendwo sind, wenn wir nicht jedes Mal unsere Tierchen hier alle mitnehmen wollen, ne? So wie Dilfo hätte ich jetzt gerne hier gelassen. Was ist los? Oh, du hast Durst. Ja, komm her, Alter. Wir sind doch hier im Wasserbiom. Komm her. Johnny, muss doch was sagen. Guck mal. Einmal rein ins kalte Nass. Oh, davon ist ein Hai. Puh, wie schön sie aussieht. Guck mal. Alter, guck dir das an. Geil. Zack, und schon hast du keinen Durst mehr, ne? Kannst auch Salzwasser trinken. Wahrscheinlich ist es gar kein Salzwasser. Sonst könntest du es ja nicht trinken, Johnny. Verstehst du das? Oh, geil. Also hier gefällt es mir jetzt schon wesentlich besser. Wenn wir dann unsere Rampe da hoch noch haben. Sehr gut. Sehr, sehr geil. So. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte den Kram noch hier rüberlegen. Zack. Und zack.
Essen haben wir, das haben wir. Da legst du dir mal eins auf die 4. Das legst du dir mal auf die 5. Und den Rest können wir uns dann im anderen Biom suchen, ne? Aber dann haben wir auf jeden Fall, dann können wir uns da die Betäubungspfeile machen, dann können wir endlich loslegen mit ordentlichem Zähmen. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Moorgebiet. Ich gucke, wie das hier mit dem Teleportieren funktioniert. Wenn ich mich da weit genug wegstelle und den Dilphosaurier nicht mitnehme. Ich weiß es noch nicht. Weil ich weiß jetzt halt auch nicht, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Wir sind halt im Norden. Aber wir sind jetzt eigentlich eher... Wir sind jetzt Nordosten. Entfernen. Pass mal auf, die Hauptbase entfernen wir nochmal. Ich würde das nämlich jetzt nochmal genauer machen wollen. Wir haben hier 15... Naja, 16, 17, wird mal 18 vielleicht. 18... 54. Hauptbase. Ja, das ist okay. Das ist okay. Okay, Leute. Dann machen wir das so. Sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was wir schön an Tierchen ranholen. Und dann können wir vielleicht im Moorgebiet noch ein bisschen Material farmen. Jetzt gerade Metall brauchen wir. Und ich muss das mal so ein bisschen koordinieren, wie wir das mit diesem Teleportieren hier tun. Ne? Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und wenn ihr, genau, noch einen Hinweis, wenn ihr Tipps und Tricks habt, liebe Leute, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin da echt dankbar für in Ark. Ihr merkt das, ich bin absoluter Anfänger und will hier natürlich noch sehr viel lernen. Und da bin ich schon über eure Hilfe dankbar. Also in diesem Sinne, wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.